So, kommen wir zur zweiten Aufgabe, dem Lenkdrachen. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, weil wir jetzt am Beginn der neuen, einer neuen Aufgabe sind, nochmal Werbung für meinen Kanal zu machen. Es wäre wirklich großartig, wenn ihr den abonnieren könntet, einfach nur um mich zu unterstützen. Für alle, die zugekommen sind, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch hilft diese Vorrechnung. Es geht in der ersten Teilaufgabe A darum, das Verhalten der Funktionswerte von dieser Funktion hier, f von x, für x gegen unendlich und x gegen minus unendlich sich zu betrachten und diese nur anzugeben. Also geben Sie an, bedeutet im Prinzip, dass ihr nur zeigen sollt, wo das hingeht, ohne das irgendwie nachweisen zu müssen. Ich war mir nicht ganz sicher, was ihr da in der Schule genau habt, ob ihr die Regel von L'Hôpital zum Beispiel kennt oder nicht. Deswegen habe ich eine Lehrerin gefragt und die meinte, dass ihr das einfach mit Testeinsetzungen machen könnt. Das ist auch das, was ich dann euch empfehlen würde, auch wenn es mathematisch nicht so schön ist. Ihr müsst einfach nur eine Wertetabelle machen. Die Schreibweise des Limes würde ich euch aber trotzdem ans Herz legen. Also ich würde sagen hier Limes f von x. Ne? Also diese Zeile hier, ungefähr so sollte man es aufschreiben. Und dass man dann auf minus unendlich kommt, das kommt dann durch die Testeinsetzung. Ich habe hier keinen Taschenrechner zur Hand gehabt, deswegen habe ich einfach nur die Werte aufgeschrieben. Ihr könnt das hier auch einfach eingeben. Bei der E-Funktion kommen hier tatsächlich sehr große oder sehr kleine Werte raus. In dem Fall sind das sehr kleine Werte. Es kann sein, dass es für 1000 beim Taschenrechner nicht mehr angezeigt wird. Vielleicht müsst ihr dann einfach kleinere Zahlen benutzen. Aber man sieht dann auf jeden Fall die Tendenz, dass die werden immer kleiner, also Minus und dann kommt hier hinten irgendwie eine große Zahl und dann sieht man eben die Tendenz und sagt dann, dass es gegen Minus unendlich läuft. Es gibt noch eine zweite Version, ich habe die mit aufgeschrieben, weil ich mir eben nicht sicher war, ob die Testeinsetzung ausreicht. Die Lehre meinte ja. Die zweite Version wäre einfach die Limesgesetze anwenden. Da würde ich euch empfehlen, das einfach im Internet, könnt ihr das einfach schnell googeln. Ich glaube, die Mathebibel war das. Ja, mathebibel.de. Die hat hier alle Gesetze aufgeschrieben. Ja, und da sieht man zum Beispiel, dass man dieses minus 1/2 vor das Limes ziehen kann, wie ich das hier gemacht habe. Und dass man Limes von x mal e hoch x plus 1 trennen kann. Also in Limes von x und Limes von e hoch x plus 1. Hier gehen beide Grenzwerte gehen für x gegen unendlich, gehen gegen unendlich. Und dadurch, dass hier noch ein Minus vor der Klammer ist, geht das Ganze dann insgesamt gegen minus unendlich. So, dann dasselbe auch für das Grenzverhalten gegen minus unendlich. Da müsst ihr dann hier in der Wertetabelle entsprechend immer kleinere Werte einsetzen. Ich habe jetzt hier einfach dieselben Zahlen genommen wie hier drüben, nur halt mit einem Minus davor. Und dann kommt hier halt sowas mit e hoch minus und dann eine sehr große Zahl. Und das geht immer gegen 0. Denn das hier kann man umschreiben in 1 durch e hoch diese Zahl, nur eben im Positiven. Und 1 durch eine sehr große Zahl nähert sich der 0 an. Wenn man das mit der zweiten Version machen will, also mit Limesgesetze, und hier in dem Fall braucht man dann auch die Regel von L'Hôpital. Wenn euch das jetzt nicht weiter interessiert, könnt ihr einfach direkt zum nächsten Video springen. Der Link sollte einfach unten in der Videobeschreibung sein. Für alle, die es noch interessiert, einfach noch mal kurz dranbleiben. Gut, wenn wir den Limes bilden wollen, können wir erstmal wieder diese Regel anwenden, dieses minus 1/2 davor zu ziehen. Das ist jetzt kein Vorzeichenfehler, denn ein weiteres Minus ziehe ich hier noch mal rein. Also man kann jetzt, das ist ja ein plus x und man kann jetzt entweder sagen, ich ziehe das Minus hier rein. Deswegen ist hier minus x und dann hier vorne plus 1/2. Oder man sagt, ich mache aus diesem Plus zwei Minusse. Das heißt, ich habe hier minus minus x und dieses eine Minus ziehe ich auch nach vorne und aus minus und minus wird hier vorne wieder plus. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall ist es gleich. So, wozu brauche ich dieses minus x? Ich muss das hier unter den Bruchstrich bringen. Deswegen muss ich hier ein Minus vor dem Exponenten machen. Auch die Klammer darf man hier nicht vergessen.
Also ist das 1 durch e hoch minus x plus 1. Dieser Nenner verhält sich für x gegen minus unendlich, so dass er gegen unendlich strebt. Das heißt, ich brauche hier im Zähler auch etwas, was gegen unendlich strebt, sonst kann man die Regel von L'Hôpital nicht anwenden. Deswegen brauche ich eben dieses Minus, denn für x gegen minus unendlich wird aus dem Minus und dem Minus wieder ein Plus, das heißt, es geht gegen unendlich. Jetzt kann man hier die Regel von L'Hôpital anwenden, das davor schreibt man ab, und die Regel von L'Hôpital besagt, wenn dieser Bruch hier unendlich durch unendlich ist, oder 0 durch 0, oder minus unendlich durch minus unendlich, dann kann man das auch ableiten und dann hat es denselben Grenzwert. Gut, leiten wir das hier oben ab. Minus x ist abgeleitet minus 1. Und das abgeleitet ist in innere Ableitung von hier oben. Man kann das hier auch ausklammern. Minus x minus 1. Da ist die Ableitung minus 1. Das ist die innere Ableitung. Und die äußere Ableitung, das kann man sich jetzt hier vorstellen wie ein e hoch u. E hoch u abgeleitet ist e hoch u. Also bleibt das hier im Exponenten gleich. Gut, wenn wir das soweit haben, haben wir es im Prinzip auch schon fast gelöst. Die beiden Minusse kann man lösen sich quasi gegenseitig auf. Minus durch Minus ergibt wieder Plus. Und jetzt kann ich dieses e hoch minus x plus 1 wieder auf den Bruchstrich ziehen in e hoch x plus 1. So, und für x gegen minus unendlich läuft die e-Funktion immer gegen 0. Das 1/2 hat hier dann auch keine Wirkung mehr. Das war jetzt ziemlich trickreich, also einmal halt dieses Minus hier reinziehen, daran musste man denken, und dass man dieses e hoch x plus 1 hier nach unten zieht in e hoch minus x plus 1. Das ist nicht ganz einfach für einen Grundkurs, vielleicht auch ein bisschen zu schwierig, deswegen eben auch würde ich eher diese Wertetabelle empfehlen, da ist man deutlich schneller, denke ich. Gut, ich hoffe, euch hat es geholfen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.